Herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Nach einer längeren Pause geht es weiter beim Opel Manta. Ausgabe 36, das Armaturenbrett. Ja, es ist nicht allzu viel zu machen. Mal gucken, wie gut ich damit zurechtkomme. Die Lüftungsklappen da anzubringen. Ja, dann schauen wir uns das doch erstmal an. Und holen die Teile hier raus. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier so weitergeht. Beim Fendt wird sich jetzt einiges verändern. Den Manta, den kriege ich ja zur Verfügung gestellt. Von daher werde ich den auch fertig bauen. Die sich verstecken. So. Ich hole mich mal wieder etwas näher ran, damit ihr auch was sehen könnt. Ja, ein schönes Kunststoffarmaturenbrett. Die Optik, oh, sieht ganz gut aus. So, bei diesen da haben wir Pfeile. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollen diese Pfeile nach innen zeigen. Das hat ja der ein oder andere. Ups. Modellbauer ja schon gebaut. Gut, hier kann ich gerade mal schauen. Ich habe doch hier auch irgendwo ein Pinzettomat gehabt. Versuche ich das nochmal ohne. Geht auch mal ohne. Es gibt nur eine Art Schrauben, die AP-Schrauben. Dieses Bauteil. Ups. Warum kommt denn das da drauf? Wahrscheinlich. Genau, mit den Kerben, so wie ihr könnt das sehen, nach unten. Und drehen wir das Ganze. Das sieht doch ganz gut aus. Die andere Seite noch. Müssen wir unbedingt mal gucken. Ah ja, die Pinzetten hatte ich mit dem Urlaub gehabt. Und ich habe die Kiste noch nicht ausgeräumt. Liegen die hier auch nicht. Aber geht auch mal ohne. Ja, das ist das Schöne an dem Manta. Es gibt immer nur kurze Videos. Kurz und knackig. So. Wo habe ich die zu festgezogen? Jetzt eigentlich. Ja, es geht aber schwer.
wackelig sein, das Ganze, ne? Ja, das ist ein bisschen zu leicht. Hier drüben wahrscheinlich auch noch ein bisschen schwer. Ja, hier drüben geht es leichter. Gut, prima. Das Armaturenbrett. Da haben wir es. Das war's schon wieder. Ausgabe 36. Mal gucken, irgendwie. So, dass es ein bisschen schöner ist. Ja, es geht vorwärts. Das war es auch schon wieder erstmal für diese Folge. Ich werde noch weiterbauen und fortdrehen, aber eins nach dem anderen. Dann danke ich euch für eure Treue, dass ihr so lange gewartet habt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche und sage Tschüss, macht's gut, euer Rick.